Ich will, dass Licht wird, hatte er gesagt. Und während er das sagte, war der Himmel hell geworden, der erste Tag war aufgestiegen, die Weltzeit hatte begonnen. Nein, seine Sache stand nicht schlecht am sechsten Tag. Im großen Ganzen war er sehr zufrieden. Dies war der Morgen des sechsten Tages und heute würde er die Sache vollenden. Bis in die frühen Morgenstunden hatte er gezeichnet, hatte Skizze um Skizze entworfen und wieder verworfen und neu begonnen, immerfort. Doch jetzt war alles ausgedacht und an seinem richtigen Platz. Er beugte sich über das Wasser und erkannte sich selbst. Lange verharrte sein Blick auf dem Abbild, das ihm aus dem Wasser entgegenblickte, und eine unendlich große Sehnsucht überfiel ihn von Neuem. Die Sehnsucht nach einem Gefährten, die Sehnsucht nach einem Freund, einem Vertrauten, einem, der aussah wie er. Es war eine Sehnsucht so alt wie die Finsternis, denn es war einzig diese Sehnsucht gewesen, die ihn das Licht hatte erfinden lassen und die Weltzeit und alles, was war. Er würde jetzt ein Abbild erschaffen, so wie sein Abbild im Teich. Und dieses Abbild würde sein Gegenteil sein, sein Freund, sein Gefährte, der Spiegel des Schöpfers. Der Mensch. Und während der Wind wieder erwachte und den Lindenblüten Duft übers Wasser wehte, während die Katze im hohen Gras lauerte und der Hund zum ersten Mal bellte, sagte er laut und zum letzten Mal: Ich will. Da standen sie vor ihm. Der eine war kantig und groß und stark. Die andere kleiner und rund und weich. Beide jedoch waren ihm ähnlich. Fast alle Bäume waren abgeerntet, nur dieser neue nicht. Und Eva maulte und sie drängte ihn. Nun pflück doch diese Äpfel endlich, sagte sie. Willst du denn warten, bis der Wind das tut? Doch Adam sagte, nein, das darf ich nicht, das macht der Herr. Und wenn der Herr nicht kommt, wenn die Geschäfte es ihm nicht erlauben? Er kommt, ich weiß es. Er war immer da, wenn eine neue Sorte reif geworden ist. Und immer ist nicht jetzt. Hör auf damit. Ich denke nicht daran. Wenn du nicht ernten willst, dann ernte ich. Sie hatte die Leiter angelegt, stand schwankend auf der obersten Sprosse, den dicken Bauch fest an den Stamm gepresst. Mir blieb das Herz fast stehen vor Schreck. Komm da runter, rief ich. Du wirst fallen und dir den Hals brechen. Komm bitte herunter, denk an das Kind. Sie hörte mich nicht. Sie streckte den Arm aus. Ihre Fingerspitzen streiften den untersten Apfel. Sie fasste ein Blatt und zog den Zweig zu sich heran. Ein heftiger Windstoß fuhr durch den Baum und eine dunkle Wolke schob sich vor den Mond. Sie streckte sich, fasste den Apfel und riss ihn vom Zweig. Der Herr stand da und schwieg. Sein Schweigen war schlimmer, als alle Schläge hätten sein können. Das Schweigen war wie Eis, durchsichtig, kalt und klar. Du denkst, ich sei dein Feind. Du denkst, weil deine Frau den Apfel ohne mich geerntet hat, würde ich dich verstoßen. Das fürchtest du und fürchtest deshalb mich. Du bist so kleinmütig und es ist bitter, dich zu sehen, wie du dich windest und mir nicht ins Auge blicken kannst, wie du die Liebe, die ich für dich fühlte, in den Staub getreten hast. Sie hörten einen Ausschnitt aus der Lesung mit Jutta Richter, in der sie unter anderem aus ihrem Buch »Der Anfang von allem« rezitierte.